Wer auf Todesraten wartet, hat die Zeit verpasst zu handeln. Ich mache das nicht. Ich orientiere und wir orientieren uns, meine Damen und Herren, an der wissenschaftlich und gesetzlich legitimierten Zahl. Und das ist die Inzidenz. Ich habe noch keinen gehört, der eine andere Formel entwickelt hätte, wo 7, 8 Zahlen zusammengebracht werden können. Und daraus könne man dann irgendwie eine neue Berechnung machen. Lassen Sie uns an der Struktur arbeiten, die bislang erfolgreich ist. Und das ist der Inzidenzwert. Und wenn der steigt, müssen wir aufpassen. Und wenn er sinkt, haben wir die entsprechende Verbesserung. Und deswegen sage ich Ihnen, bitte nichts vormachen, bitte nicht versuchen, die eigenen Wünsche, die man hat, nach mehr Hoffnung und Normalität durch eine veränderte Zahlenmatrix zu verbessern. Und was jetzt den Bund betrifft, natürlich muss es da ein Nachlegen geben. Das war auch die klare Botschaft. Da muss es mehr geben und schneller geben. Und vor allen Dingen braucht es eine klare Teststrategie, die vor allem die Frage bei den Eigentests beantwortet. Wie schnell schaffe ich es, aus einem Eigentest einen Nachweis dann zu bekommen, der mir die Freitestung ermöglicht? Ich verstehe manchmal nicht, warum man der Ärzteschaft nicht das notwendige Vertrauen entgegenbringt. Ärzte impfen seit Jahrzehnten erfolgreich. Für mich ist gar nicht verständlich, wie man an der Debatte eine Debatte aufmachen kann, ob Ärzte impfen können. Wer hat es denn sonst gemacht? Ich wünsche mir grundlegende Öffnung für Ärzte und mehr Vertrauen in die Ärzteschaft, meine Damen und Herren. Das können Sie machen. Fakt ist, zum Thema Ostern kann man keine seriöse Aussage treffen. Hier kann man weder was versprechen, ich würde auch ehrlich gesagt nichts ausschließen. Wir werden uns, so haben wir uns auf der MPK vereinbart, dann am 22. dann darüber unterhalten, wie die Situation ist. Aus heutiger Sicht ist weder sicher, dass es ein entspanntes Ostern wird, noch sicher, dass es nicht einen großen Oster-Lockdown geben kann.